Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Feng Shui-Meisterei. Ich bin Parvati Hörler und erkläre dir heute was zu dem Thema Rauhnächte. Mich selbst begleiten die Rauhnächte schon im Grunde genommen seit meiner Kindheit. Also auch meine Mutter hat schon die Rauhnächte für sich zelebriert und hat mir von klein auf dazu etwas erzählt und dass ich in dieser Zeit besonders achtsam sein soll, aufmerksam mit dem, was um mich rum ist, also so die kleinen und großen Botschaften und Hinweise zu beachten. Doch inzwischen bete ich ja seit 25 Jahren die Rauhnächte auch in meinem Beruf für meine Kunden, meine Klienten an und deshalb erkläre ich dir heute die einzelnen Schritte der Rauhnächte. Bevor ich dir das zeige und erkläre, was du alles brauchst, möchte ich auf das, was davor ist, eingehen. Ziemlich mittelbar davor, das ist die Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende ist die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember. Und in dieser Nacht werden die Nächte kürzer, die Tage länger. Das heißt, das Licht kehrt zurück. Und es ist meine Chance, mit der Rückkehr des Lichts mich zu entscheiden, was möchte ich hinter mir lassen, was brauche ich in dem neuen Jahr nicht mehr. Und deswegen lohnt es sich immer, am 21. Dezember, so am besten so in der Abenddämmerung, zu meditieren und dir auf Zettel aufzuschreiben, welche Ängste du erlöst haben möchtest, welche Blockaden aufgelöst werden dürfen und welche Themen du vielleicht nicht mehr mit ins neue Jahr nehmen möchtest. Und wenn du noch im Streit bist mit jemandem, dass du darum bittest, dass auch dieser Streit oder dass die Zwietracht sich erlöst. Und all das schreibst du auf Zettel auf in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember. Und dann machst du ein Feuer und bittest darum, wenn du deinen Zettel ein nach dem anderen ins Feuer gibst, darum, dass es wirklich erlöst wird, dass es eben nicht nur einfach verbrannt wird, sondern dass es erlöst wird und transformiert wird. Und wenn alle Zettel im Feuer sind, meditierst du noch eine Weile und bittest darum, dass du eben gereinigt und klar danach in die weitere Zeit gehen kannst. Dann kommen die Rauhnächte, die kommen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Ich werde oft gefragt, warum dann erst, warum nicht direkt nach der Wintersonnenwende? Und das hat damit zu tun, dass eben langsam das Licht sich ja steigert. Wir haben ja nicht sofort spürbar hellere Tage, sondern es ist jeden Tag ein bisschen mehr. Und genau das bisschen mehr brauchen wir, um am 24. Dezember mit den Rauhnächten zu beginnen. Dann geht nämlich für 12 Tage und 12 Nächte jeweils ein Lichttor auf. Und dieses Lichttor, das sich öffnet, bringt Botschaften für den jeweiligen Monat des neuen Jahres. Doch jetzt, wie versprochen, erstmal zu deiner Einkaufsliste für die Rauhnächte. Was brauchst du alles? Und also, du brauchst natürlich einen Meditationsplatz. Ich würde dir empfehlen, in deiner Wohnung dir einen Ort auszusuchen, wo du alles vorbereiten kannst, wo alles liegen bleiben darf, stehen bleiben darf und du jeden Tag dein Rauhnachtritual, deine Rauhnachtmeditation an dem gleichen Platz machst. Solltest du auf Reisen gehen in der Zeit, dann nimm bitte die Sachen mit und bau dir dort, wo du dann bist, auch deinen Rauhnachtplatz auf. Also wichtig, ganz wichtig finde ich es immer, eine Kerze zu haben, deine Rauhnachtkerze. Es gibt inzwischen auch Rauhnachtkerzen zu kaufen, sogar noch mit Kräutern, aber eine normale Kerze, die dir gefällt, geht auch. Also du brauchst deine Rauhnachtkerze, ein schönes Tuch für deinen Platz. Such dir das aus, das dir gefällt, mit den Farben, die zu dir gehören. Du legst also dieses Tuch wie eine Decke auf deine Tisch, auf dem Meditationsplatz, stellst deine Kerze darauf. Dann finde ich ganz wichtig, dass du noch etwas zum Räuchern hast, das erkläre ich gleich. Du brauchst leere Zettel, einen Stift, du brauchst ein Notizheft und wenn du möchtest, Tarotkarten, die dir auch wirklich zu dir gehören oder auch noch Fotos, die für dich eine Bedeutung haben können, auch gerne dorthin. Und auch ansonsten, wenn du noch eine Engelskulptur oder einen Edelstein hinlegen möchtest,
geht es natürlich auch. Also wirklich wichtig ist, dass du dir das hinlegst, was du brauchst. Ganz wichtig sind zwei Schalen. Warum, erkläre ich gleich, warum du zwei Schalen brauchst oder zwei Dosen, was du eben magst. Okay, bei der ersten Rauhnacht, wie gehst du vor? Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, in den Rauhnächten schon dem Schlaf, den Träumen eine Bedeutung beizumessen. Weil genau in der Nacht geht immer ein Lichttor auf. Und so ist meine Empfehlung, dass du vor der Nacht, bevor du dich schlafen legst, schon mal eine Meditation machst, also deine Kerze anzündest, dann, um dich vorzubereiten, dich abräucherst. Meine Empfehlung dazu ist immer der weiße Salbei. Du entzündest den und kannst mit einer Feder, wenn du keine Feder hast, kannst du auch ein Papier nehmen. Und wenn das schön dampft, dann räucherst du dich ab. Dadurch reinigst du schon mal deine Aura und bist etwas klarer, als so der Stress vom Tag geht weg. Wenn du dich zur Meditation hinsetzt, es gibt auch von mir eine Meditation, die dich durch jede Rauhnacht begleitet, oder du meditierst für dich in Stille, verbindest du dich mit deinem Rauhnachtengel. Das ist der Engel, der dich behütet, beschützt und darauf achtet, dass die Botschaften, die du in der Nacht empfängst, wirklich rein und klar und lichtvoll sind, weil alles andere brauchen wir nicht. Du willst ja immer mehr dein Licht finden und auch mit dem Licht ans Licht angebunden sein. Und diesen Engel bittest du also darum, dass du die Botschaft bekommst und dass du dich vor allem auch an dem nächsten Morgen noch erinnern kannst. Wenn du am nächsten Morgen aufwachst, ist es immer ganz schön, sich als erstes mit dem Heft, das du auf deinen Platz gelegt hast, dass du also aber auch nachts neben dein Kopfkissen legen kannst, dass du dich hinsetzt und dein Heft direkt aufschreibst, was du geträumt hast, welche Botschaft in der Nacht zu dir gekommen ist. Und dann machst du bewusst zu einer Tageszeit, an der du mit Ruhe meditieren kannst, setzt du dich an deinen Rauhnachtplatz, gehst in die Meditation und dann bittest du darum, dass du einen Hinweis dafür bekommst, welche Energie für dich in dem entsprechenden Monat zur Verfügung steht. Eine Möglichkeit, die ich immer empfehle, ist auch, dass du dir vor der allerersten Rauhnacht schon auf einzelne Zettel jeweils ein Thema notierst. Ein Thema, das du weißt, das ist an jedem Fall, steht in jedem Fall für dich im neuen Jahr an. Das kann sein, dass du sagst, okay, einen Monat möchte ich nur meiner Gesundheit widmen, einen anderen Monat hat die Beziehung Schwerpunkt oder die Familie oder deinen Beruf, deinen Job oder deine spirituelle Weiterentwicklung. Vielleicht planst du ja auch eine Ausbildung oder ein Seminar in dem neuen Jahr zu machen. Also auf so einen Zettel kommt also ein so ein Thema, das Thema faltest du und wirfst es dann oder legst es in die erste Schale und so, dass du es nicht sehen kannst. Wenn du das vorbereitet hast, das hat den Vorteil, dass du, wenn du dann meditierst an dem entsprechenden Tag, ein Zettel ziehst und sagst vorher, ich bitte um die Botschaft, den Hinweis für den betreffenden Monat, und diesen Zettel nimmst du, nummerierst ihn mit dem entsprechenden Monat, also es langt ja, wenn du von 1 bis 12 durchnummerierst. Und dann nimmst du diesen Zettel und gibst ihn in die zweite Schale. Du öffnest ihn also bitte noch nicht. Danach ist es möglich, eine Tarotkarte zu ziehen. Wenn du ein Tarot-Set hast, das zu dir gehört, legst du das aus und ziehst wieder für den entsprechenden Monat eine Tarotkarte und das notierst du dir auch in dein Heft. Und so verfährst du Tag um Tag und hast dann am Ende 12 Botschaften. Ein Tipp von mir ist, dass du 13 Themen dir notierst, die auf den gefalteten Zetteln in deiner Schale liegen, und dass du das 13. Thema, das also das übrig ist am 6. Januar, wenn die Rauhnächte vorbei sind, ist dein Hauptthema für das ganze neue Jahr. Und wenn du also am 6. Januar angelangt bist, kannst du deine ganzen Zettel, die du ja inzwischen in der zweiten Schale hast, kannst du einen nach dem anderen öffnen. Du hast dir notiert, welche
welches Thema zu welchem Monat gehört. Und dann öffnest du das und schreibst dir das entsprechend in dein Heft, wo du schon viele Informationen zu dem Monat notiert hast. Und so ist es für dich rund und du gehst dann wirklich total klar, gestärkt mit vielen, vielen spannenden Hinweisen in das neue Jahr. Im Januar bist du ja dann schon drin und hast so schon ein bisschen so eine Ahnung, was alles Schönes auf dich zukommt. Denn meine Empfehlung ist, lass wirklich die Schattenseiten im alten Jahr hinter dir und lege den Fokus auf das, was du möchtest, auf das Positive. Weil klar ist, das, womit ich mich beschäftige, das ziehe ich an. Und wenn du entsprechend sagst, ich möchte, dass es ein tolles Jahr wird, ein Jahr, wo ich auf allen Ebenen, egal ob in der Liebe oder in dem Beruf, und wirklich so prall ernten kann und glücklich bin und gesund bin und fit bin, vielleicht tolle Reisen mache und da den Fokus drauf legst, dann fließt das ganze Jahr über auch die Energie dorthin. Und das andere gibt es in deinem Leben vielleicht auch, aber du nährst es nicht. Und so kannst du ein tolles, positives und kraftvolles neues Jahr beginnen. Und wenn du dann noch einen zusätzlichen Tipp haben möchtest, lade ich dich herzlich ein zu meinem Jahresbotschaftsseminar oder dir, wenn du nicht nach Berlin kommen kannst, auch deine Jahresbotschaft für das neue Jahr zu bestellen. Und das rundet dann wunderbar die Rauhnächte ab. Du kannst auch noch einen Kraftstein, einen Schutzstein von mir bekommen, den ich persönlich für dich auflade, der dann wirklich so immer bei dir ist im neuen Jahr und du weißt, das ist der Stein, der mich schützt, der mich führt. Und vielleicht hast du auch einen Bezug zu Schutzengeln. Da ist es auch schön zu schauen, welcher Schutzengel ist hauptsächlich da im neuen Jahr. Und dann weißt du, dein Weg ist gehütet, beschützt, geführt und führt dich zu deinen gesteckten Zielen. Bestimmt hast du noch Fragen dazu. Gerne kannst du deine Fragen hier unten auf der Seite mir schreiben. Ich antworte dir auch. Du findest auch hier auf der gleichen Seite noch Links zu rund ums Thema Rauhnacht, Rauhnächte und Jahresbotschaft. Und wenn du mich abonnieren möchtest, bekommst du regelmäßig immer wieder die spannenden Meditationen und Filme und Webinarhinweise der Feng Shui-Meisterei. Om Namah Shivaya.